Wusstet ihr, dass die Mehrheit der Deutschen, nämlich 59%, sich momentan den Kauf eines Elektroautos irgendwie noch nicht so richtig vorstellen können? Das kam nämlich bei der Kontinental-Mobilitätsstudie von 2020 heraus. Und im Gegensatz zu Frankreich, USA, Japan, China und allen anderen Industrieländern weltweit herrscht hier bei uns in Deutschland irgendwie die größte Skepsis gegenüber Elektromobilität. Da ist natürlich der Mangel an Ladestationen und die geringere Reichweite. Aber die Zweifel an der Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu unserem deutschen Diesel spielt auch eine große Rolle. Und es ist ja auch kein Wunder, denn im Autoland Deutschland, da verging ja letztes Jahr irgendwie kaum ein Monat, in dem nicht irgendeine wissenschaftliche Studie veröffentlicht wurde, irgendeine Pressemeldung rauskam, irgendein ARD- oder Arte-Beitrag gesendet wurde, der uns weismachen wollte, Diesel sind umweltfreundlicher als Elektroautos. Ich habe ja auch schon diverse Videos zu diesem Thema gemacht, rund um Rohstoffe, Wasserstoff und CO2-Bilanz. Und vor allem eben das Stichwort Klimabilanz. Da werde ich immer wieder darauf angesprochen und ihr vielleicht auch und könnt auch ein Lied davon singen. Und genau dazu gibt es jetzt von mir ein Update. Denn jetzt gibt es endlich ein Tool, mit dem man wissenschaftlich basiert, völlig transparent und für jeden nachvollziehbar für alle möglichen Antriebe die Klimabilanzen errechnen kann. Wissenschaftlich basiert. Diese vielen Studien behaupten da auch alle, sie sind wissenschaftlich basiert. Natürlich erst recht die negativen. Also wem soll man jetzt denn wirklich glauben? Das ist echt eine gute Frage. Was ihr glauben sollt und was nicht, das kann ich euch natürlich nicht vorschreiben. Die meisten glauben ja sowieso genau das, was ihnen am besten in den Kram passt. Aber nur so viel zu meiner Auffassung. Wenn eine Studie aus Deutschland kommt, der Herausgeber auch noch der Autoindustrie nahesteht oder in irgendeiner Weise damit zu tun hat, oder wenn eine Studie von einer Partei beauftragt wurde, zum Beispiel den Grünen, nichts gegen die Grünen, aber dann bin ich schon mal sehr skeptisch, was die Objektivität angeht. Ja, und was unterscheidet also das neue Klimabilanz-Tool Calculator, heißt es übrigens, von allen anderen Studien bisher? Das und noch viel mehr, das klären wir in diesem Video. Bleibt also dran, wird spannend. Ich bin Jens von Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man die Klimabilanz von Autos errechnen möchte, dann ist das gar nicht so einfach, denn der Verbrauch, also direkten Emissionen beim Verbrennen von Benzin oder der Stromverbrauch beim Elektroauto, das macht ja nur einen Teil aus, nämlich einen großen zwar, aber eben nicht den ganzen Teil. Und andere wichtige Faktoren für eine vollständige Klimabilanz sind zum Beispiel die Rohstoffgewinnung oder Rohstoffverarbeitung, die eigentliche Autoproduktion in der Fabrik, der Akku, der hergestellt werden muss und natürlich auch die Entsorgung am Ende der Lebensdauer. Aber eben auch die Produktion von Benzin oder Diesel oder Strom, also nicht nur das Verbrauchen, sondern die Produktion und auch der Transport zur Zapfsäule bzw. zur Steckdose. Wir wissen ja alle, Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Und das Gleiche gilt aber auch für Benzin, das kommt nicht einfach aus der Zapfsäule. Und wusstet ihr, dass Benzin, bis es aus der Zapfsäule kommt, bereits einen größeren CO2-Fußabdruck hat als Strom aus der Steckdose? Alle diese Faktoren, die müssen über das gesamte Autoleben zusammengerechnet werden. Und dann erst irgendwie ergibt das die Klimabilanz ausgedrückt in Tonnen CO2. Übrigens nicht vergessen, neben CO2 stößt ein Verbrenner auch noch Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und jede Menge Feinstaubpartikel aus. Das muss ich ja irgendwie immer noch mal erwähnen, weil sich alle immer nur auf das CO2 eingeschossen haben. Jedenfalls ist das alles extrem komplex und die Zusammenhänge sind für einen Laien wie mich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar und schon gar nicht selbst berechenbar. Die neutralen Schweizer haben sich aber jetzt der Sache endlich mal angenommen. Dort gibt es keine Autolobby, keine politisch vorgegebenen Ergebnisse, keine zurechtgebogenen Fakten. Und das Paul-Scherer-Institut, das PSI, das ist das größte unabhängige Forschungsinstitut in der Schweiz. Die betreiben dort eigentlich Grundlagenforschung in allen möglichen Fachgebieten und da sind 2500 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die dort forschen. Und neben der Grundlagenforschung beschäftigen die sich aber auch mit angewandter Wissenschaft. Unter anderem forscht man da nämlich an nachhaltigen Lösungen für unsere Mobilität und die Auswirkungen auf die Umwelt. Und hier kommt einem natürlich sofort das Thema Elektromobilität in den Sinn. Und dazu haben die Schweizer tatsächlich eine ganze Menge herausgefunden. Und mit ihren Forschungsergebnissen haben die vom PSI vor ein paar Tagen ein Open-Source-Tool veröffentlicht. Open-Source bedeutet, jeder kann es runterladen und verwenden. Es geht aber auch eben im Browser.
Und da kann jeder online und wissenschaftlich fundiert die Klimabilanz für fast alle verschiedenen Antriebe errechnen. Und das unter Berücksichtigung von zig Variablen. Der Touring Club Schweiz, TCS, das ist sowas wie der Schweizer ADAC, der hat das Klimatool, Calculator heißt es übrigens, auf ihrer Internetseite sogar mit einer Vergleichsmöglichkeit von über 2000 aktuellen Automodellen versehen. Die zugrunde liegenden CO2-Daten, also der Strommix, ist der aktuellste von 2020, allerdings von der Schweiz, ist ja auch ein Schweizer Automobilclub. Und die Schweiz hat einen aktuellen Strommix von fast 75% erneuerbaren Energien. Also da sind wir in Deutschland ja noch nicht mal im Jahr 2030. Da wollen wir laut Bundesregierung irgendwie nur bis 65% kommen. Heute liegen wir so bei rund 50%. Also ist dieser TCS-Autovergleich für Deutschland nicht so ganz 1:1 anwendbar. Aber wenn ihr das mal aufruft auf der Webseite, verlinke ich euch in der Beschreibungsbox, dann zeigt es trotzdem die echten Unterschiede auf. Aber lieber ADAC, macht doch bitte das Gleiche, dringend, auf eurer Internetseite. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, sprecht mich an, ich und meine Internetagentur, wir können euch sowas gerne hinstellen. Christian Bauer ist Experte für Ökobilanzen am Paul-Scherer-Institut. Der sagt, die Klimabilanz von Elektroautos ist über die letzten Jahre deutlich besser geworden. Viel besser, als man es uns in diesen Studien vom letzten Jahr immer weismachen wollte. Und das Gerücht, was dazu immer wieder herhalten muss, ist eben, dass die Produktion von großen Elektroauto-Akkus so klimaschädlich ist, dass sogar ein Diesel besser dasteht. Und das ist natürlich völliger Quatsch und das sagen auch die Forscher vom PSI. Aber wie kommt denn so ein Gerücht zustande? Naja, früher waren eben nur wenige Produktionsanlagen in Betrieb und die haben geringere Mengen an Akkuzellen produziert. Und bei dieser geringeren Menge waren diese Produktionsanlagen eben auch weniger effizient, was in Summe mehr Energie für die Herstellung verbraucht hat, als eben bei einer größeren Masse und dadurch ist eben mehr CO2 entstanden. Und heute ist das ganz anders. Selbst wenn wir nur die Produktionslinien in China betrachten, dann stehen die deutlich effizienter da als noch vor 10 oder 5 Jahren. Aber mittlerweile gibt es ja auch riesige Produktionslinien in USA oder in Europa entstehen die gerade. Und da herrscht ein ganz anderer Strommix. Und deshalb hat sich mittlerweile die Klimabilanz bei der Batterieproduktion deutlich zum Positiven verändert. Und sie wird es auch aufgrund der weiteren Skalierung nach oben und des verbesserten Strommixes kontinuierlich weiter tun. Dann kommt noch dazu, bis vor kurzem gingen alle sogenannten Experten davon aus, dass die Batterien von Elektroautos gerade mal 160.000 Kilometer halten würden. Aktuelle reale Daten, sogar die vom Schweizer Automobilclub, die belegen, dass man, wenn man einen Akku normal behandelt, also in der Regel so zwischen 80% und 90% nur auflädt und nicht jeden Tag auf 100%, dann kann die realistische Lebensdauer sich fast verdoppeln. Und wir reden hier also von um die 300.000 Kilometer und nicht 160.000 Kilometer. Die Klimabilanz ist also schon deshalb deutlich besser, als die ganzen Studien sagen, weil man die Batterie fast doppelt so lange nutzen kann und bei der Herstellung der Akkus viel weniger Emissionen entstehen, als man so behauptet. So, genug der Vorrede und Theorie. Jetzt möchte ich mit euch mal zusammen einen Blick auf das Klimatool Calculator werfen und euch zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich mich auf die Website des Calculators begeben. Das ist das Tool vom PSI. Und hier habe ich mich eingeloggt, ich habe mir einen Account besorgt, weil dann kann ich mehr Werte eingeben und zwar diesen Bereich für Fortgeschrittene verwenden. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke also hier auf den Knopf, lassen Sie es uns von Grund auf neu bauen. So, und ich habe mir die Konfiguration schon mal abgespeichert. Man kann sie dann auch wieder laden. Und zwar habe ich hier PKW ausgewählt. Es gibt auch noch Motorrad, Bus, LKW und so weiter. Dann kommen wir zu dem Jahr, für das die Berechnung gelten soll. Da habe ich das aktuelle Jahr 2021 gewählt. Ich könnte mir jetzt hier auch noch andere Jahre in dieses Auswahlmenü ziehen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, 2015 könnte ich da reinziehen. Das wären dann verschiedenste Berechnungsgrundlagen. Will ich aber nicht, mich interessiert nur das aktuellste. Dann geht es zur Antriebsart. Da gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich habe hier ausgewählt Benzin, Diesel, elektrisch. Also einfach anfassen und rüberziehen. Brennstoffzelle wäre auch noch eine Option. Auswahlmöglichkeit für die Größe des Autos. Hier habe ich Mittelklasse gewählt. Da gibt es eben auch noch von Kleinstwagen bis Oberklasse alles dabei. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, dann könnt ihr jetzt hier Parameter definieren, die sich auf die Nutzungsphase der Fahrzeuge beziehen.
Da wäre zum Beispiel der Fahrzyklus. Ich habe hier WLTC gewählt. Das ist sozusagen das internationale Kürzel für WLTP. Dieser Zyklus bezieht sich auf eine halbe Stunde Fahrtdauer und hier seht ihr die Geschwindigkeiten, die gefahren werden. Da ist alles dabei von Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn. Es gäbe noch diverse andere Fahrzyklen, also zum Beispiel CADC Motorway oder Motorway 130. Das ist dann sozusagen eine deutsche Autobahnfahrt, die hier simuliert wird. Aber wir wollen ja nicht nur auf der Autobahn fahren, sondern sind eigentlich überall unterwegs. Deswegen habe ich WLTC gewählt. So, dann als nächstes Auswahl des Landes, in dem die Fahrzeuge betrieben werden. Hier habe ich Deutschland gewählt. Es sind hier diverse Länder möglich. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob alle auf der Karte. Das müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Auf jeden Fall kann man in Europa zumindest schon mal jedes Land auswählen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf den Strommix. Und der Strommix ist vorgegeben mit einer Default-Angabe. Man kann den aber hier unter Strommix anpassen. Und zwar in ganz verschiedenen Parametern. Und das habe ich hier gemacht für 2021 vom Umweltbundesamt, die offiziellen Angaben. Wir haben 5% Wasserkraft aktuell, 12% Kernenergie, 13% Erdgas, 11% Photovoltaik. Wind 30%, Biomasse 10, Kohle 19. Das sind, wie gesagt, die Durchschnittswerte für ein Jahr gewesen. Es gibt noch andere Parameter, die man anpassen kann, aber für Deutschland sind die alle nicht von Relevanz. So, dann geht es weiter. Fahrzeugbelegung. Ich sage, wir fahren ja in der Regel alleine oder anderthalb. 1,5 sind hier ausgewählt. Und wir wollen nicht die 160.000 Kilometer nehmen, sondern wir wollen natürlich die realistischen Zahlen mit 200.000 Kilometer Fahrleistung nehmen. 100 Kilo Zuladung ist irgendwie immer dabei, lassen wir mal drin und die jährliche Fahrleistung 15.000 Kilometer. So, jetzt wird es noch konkreter. Jetzt sind wir in der Tank-zu-Rad-Wirkungsgrad-Ecke. Also hier kann man noch verschiedenste genauere Parameter einstellen. Zum Beispiel für einen Benziner den Effizienzgrad, Wirkungsgrad des Motors. Der ist natürlich vorbelegt mit Default-Werten, die dem Stand der Technik entsprechen. Das kann man aber auch manuell durch Verschieben dieser Regler beeinflussen. Also Wirkungsgrad des Motors, Effizienz des Antriebsstrangs, alles wunderbar einstellbar. Und hier sieht man zum Beispiel schon mal sehr schön, dass ein Benziner einen Tank-zu-Rad-Wirkungsgrad von 24% hat, ein Diesel von 27%, aber ein Elektroauto von 67%. Das ist schon ein enormer Unterschied. Wenn wir jetzt mal weiter runter scrollen, geht es um die Energiespeicherung und die Kraftstoffpfade. Hört sich ein bisschen sperrig an, aber sagt im Prinzip nichts weiter als, wie groß ist meine Batterie zum Beispiel, wie viel wiegt sie, wie ist die Energiedichte der Zelle, welche Lebenszeit habe ich vorgegeben, 200.000 Kilometer waren es, und wie ist die Batteriechemie. Da habe ich jetzt Lithium, Nickel, Magnesium, nee, Mangan, Kobalt, so NMC, Entschuldigung, angeklickt. Und Herstellungsort mal Europa genommen. Da kann man auch China, Japan, Norwegen oder Vereinigte Staaten wählen. Das war das für das Elektroauto und jetzt geht es um die Treibstoffversorgung für einen Verbrenner. Da gibt es für Benzin das Mischverhältnis zu dem normalen Benzin und dann Bioethanol, der ja dann als zum Beispiel E10 drin ist. Und das habe ich jetzt auch so eingestellt. Also 10%, das ist hier so ein bisschen hakelig, 10% Bioethanol ist da drin in meinem Benzin. Müsste hier eigentlich 90% stehen, 90 zu 10, aber wo das eine Prozent geblieben ist, ist in diesem Regler verschwunden. Beim Diesel habe ich es mal mit 5% bei Biodiesel aus Speiseöl beziehungsweise kann man auch aus Algen oder synthetischen Diesel wählen. So, welche Fahrzeugparameter gibt es noch? Ich kann mir noch die Bezugsgröße einstellen. Ich möchte das immer auf 100 Kilometer wissen. Und ich kann noch eine einfache Berechnung starten oder eine Fehlerfortpflanzung nach der Monte-Carlo-Methode. Die sagt mir jetzt nichts. Das lasse ich jetzt mal so. Und das wäre es. Und wenn ich dann fertig bin, dann klicke ich hier oben auf Berechnen. Das mache ich jetzt. Und dann geht es in eine Warteschlange, falls zu viele Leute das gleichzeitig machen und der Berechnungsfortschritt startet. So, und dann kommen wir zur Ergebnisseite. Und wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, gibt es hier erst ein bisschen Text als Erklärung. Und dann gibt es hier ein Balkendiagramm. Und hier sehen wir den Benziner, den Diesel und das Elektroauto. Und momentan ist angekreuzt die direkten Emissionen, der blaue Kreis hier.
also das Abgas, was rauskommt. Und das ist natürlich beim Diesel und Benziner hoch und beim Elektroauto nicht vorhanden. Das heißt, beim Benziner haben wir hier 15,9 Kilo pro 100 Kilometer, beim Diesel haben wir 15,97, ein bisschen weniger. So, und jetzt kreuzen wir mal an, was wollen wir denn noch dazu haben? Wir wollen die Energiespeicher dazu haben. Das ist sozusagen der Akku. So, wir sehen hier, dass bei dem Diesel und Benziner ein winziger Strich, den kann man kaum sehen, in rosa hinzugekommen ist, beim Diesel genauso. Beim Elektroauto allerdings ein ziemlich hoher Balken. Der ist also mit 3,8 Kilo auf 100 Kilometer veranschlagt. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir zum Beispiel das Fahrwerk, also das bedeutet die gesamte Produktion des Autos. Zack. Das ist bei allen relativ gleich. Da ist also ein großer Anteil dazugekommen, beim Benziner und Diesel ungefähr 5,5 Kilo auf 100, beim Elektroauto das gleiche. Dann kommt die Kraftstoffherstellung, das heißt Benzin muss hergestellt werden, Strom muss produziert werden. So, das ist das Orange. Hier sehen wir beim Elektroauto einen relativ hoher Balken, bei Diesel weniger als bei Benzin. Trotzdem ist das Elektroauto bilanziell immer noch besser, was den CO2-Ausstoß angeht, als Diesel oder Benzin. Dann kann ich noch sagen, die Entsorgung merkt man kaum in der Gesamtbilanz. Ich kann noch sagen, Wartungsarbeiten über die Lebenszeit, was dazu kommt, ist bei allen relativ ähnlich, wobei beim Elektro eigentlich weniger Wartungsarbeiten fällig werden. Die Zahl ist hier aber relativ gleich. Ich könnte jetzt noch sagen, ich brauche auch noch Infrastruktur, also Straßen müssen gebaut werden, ist für alle auch gleich, aber das interessiert uns eigentlich jetzt für die Gesamtbilanz nicht. Antriebsart weiß ich jetzt auch nicht genau, was das bedeutet. Direkte Emissionen sind auch verschwindend gering. Da gibt es auch noch Erklärungstexte, was das bedeutet. Das sind Emissionen ohne Abgas, also wahrscheinlich Feinstaub. Und wenn ich weiter runter scrolle, dann sehe ich hier noch so ein paar andere Graphen. Und der hier ist noch sehr interessant. Wir haben hier also drei Linien, nämlich Benzin, Diesel und elektrisch. Und wir sehen, dass das Elektroauto im Prinzip bei 74.000 Kilometer günstiger in der CO2-Bilanz fährt als Benzin oder Diesel. Und wir reden hier also von einem Mittelklassewagen, also wahrscheinlich dann sowas wie das Model 3. Weiter unten gibt es dann nochmal einen Kompaktvergleich, nämlich wie viel kann ich mit einem Kilo CO2 an Strecke zurücklegen? Und da ist es beim Elektroauto 4,7 Kilometer, beim Diesel 3,7 Kilometer, beim Benziner 3,5 Kilometer. Und ganz unten gibt es noch einen interessanten Graphen, nämlich Tank-to-Wheel kumuliert den Energieverbrauch während des Fahrzyklus. Das zeigt im Prinzip, wie viel Energie ich verbrauche oder aufwenden muss, um einen WLTP-Fahrzyklus durchzufahren. Beim Elektroauto sieht man also hier, ich brauche, das sind rund 19.000 Kilojoule für diese halbe Stunde WLTP-Zyklus. Beim Diesel sind es rund, ja, ich würde mal sagen 54.000 Kilojoule und beim Benziner sind es ungefähr 59.000 Kilojoule. Das hat natürlich was mit dem Wirkungsgrad zu tun und man sieht hier, wie viel energieeffizienter ein Elektroauto gegenüber einem Verbrenner überhaupt ist. Das Fazit aus dem Klimabilanz-Tool ist also irgendwie ziemlich eindeutig. Elektroautos schlagen Hybride, Diesel oder Benzin in allen Größenklassen erstaunlich deutlich. Klar ist aber auch, Null Emissionen sind auch mit einem Elektroauto einfach nicht machbar. Machbar ist das für lokale Emissionen, aber auf die gesamte Lebensdauer bezogen, da kommt auch beim Elektroauto einiges an CO2 zusammen. Aber wir haben gesehen, das ist viel weniger als mit einem Verbrenner. Und das bedeutet, wenn wir schon Autos fahren wollen, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir ein Auto fahren wollen, was weniger CO2 erzeugt als alle anderen oder eben nicht. Und das ist die Krux. Die Berechnung, die ich euch hier gezeigt habe, die gilt natürlich für den Strommix in Deutschland, habt ihr gesehen. Der wird sich aber in den nächsten 10 Jahren immer weiter Richtung Erneuerbare bewegen. Also wird der Klimavorteil von Elektroautos auch noch jedes Jahr größer. Die Ergebnisse aus dem Tool sind für mich endlich mal komplett nachvollziehbar und transparent. Die Berechnungsgrundlagen im Hintergrund sind von unabhängigen Wissenschaftlern erstellt worden und für mich daher sehr glaubwürdig. Trotzdem wird es auch weiter die Uneinsichtigen geben, die das natürlich alles nicht wahrhaben wollen und das als gefakte Zahlen abtun. Der Kampf gegen Windmühlen geht also mit Sicherheit noch weiter.
Aber wenn ihr in Zukunft handfeste Argumente braucht, dann könnt ihr die aus diesem Klimatool ziehen. Und das hilft euch vielleicht bei der Diskussion mit einem oder mit dem einen oder anderen Skeptiker. Die ganzen Links verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung hier unten. So, das war mein Update zur Klimabilanz von Elektroautos versus Verbrenner. Es hat sich seit dem letzten Video dazu ja doch einiges getan. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.